Hallo Leute, ich darf euch begrüßen. Ich bin mal wieder bei jenem Klassik zu Gast. Aber irgendwie bin ich hier mit meinen Autos nur so alleine. Weil links neben mir der Platz ist frei, da wünsche ich mir den Michael her. Nur, der ist gerade nicht verfügbar. Ich habe hier schon meinen 12. Kaffee to go drin. Inzwischen habe ich schon so einen Dadderich hier. Und ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll, aber der Michael ist unterwegs, der kauft ein paar Motorräder. Wir haben uns nämlich gedacht, mit Autos alleine wirst du auch nicht glücklich, also brauchst du auch noch ein paar Zweiräder. Ja, und was ist da erstmal das Beste? Die Creme de la Creme, Harley Davidson. Also ist Michael gerade auf Einkaufstour. Ich hoffe, der kommt jetzt gleich wieder, weil normal sind wir ja hier verabredet und wollen euch mal wieder ein paar schöne Autos zeigen. Aber kriege ich auch im Notfall alleine hin. Aber ich habe jetzt mal beschlossen, ich warte jetzt noch mal so ein halbes Stündchen und dann legen wir los und dann können wir euch in alter Gewohnheit wieder was richtig, richtig Besonderes präsentieren. Und ich schwöre euch, das ist was Besonderes. Scheiße, ist gar nicht Hawaii hier. Habe ich wohl geträumt. Oh. Micha ist auch nicht da, außer auf Bildern. Ach du Scheiße, ich kann auch eine halbe Stunde warten, da sind jetzt 3,5 Stunden geworden. Naja, wie habe ich wohl die Zeit verbracht? Keine Ahnung. Ich rufe ihn jetzt einfach mal an. Klingelt schon mal, ist schon mal ein gutes Zeichen. Michael, mein Lieber, ja, du stehst hier auf der Vermisstenliste. Was ist denn da los bei dir? Aha, okay. Ja, ich habe natürlich die letzten 3,5 Stunden sinnvoll verbracht, logisch, ganz klar. Habe mich um alles Mögliche hier ordentlich gekümmert und warte jetzt eigentlich darauf, dass du kommst, damit wir den Leuten mal wieder ein richtig geiles Auto vorstellen. Okay, wird heute nichts. Alles klar, mein Lieber. Ja. Da kann man nichts machen, aber glaub mir, ich ziehe das auch alleine durch. Selber schuld, wenn du nicht dabei bist. Bye, viel Erfolg, tschüss. Ja, da ist jetzt die offizielle Absage. Das heißt also, dann müssen wir uns alleine vergnügen. Kriegen wir aber auch super hin, weil ich habe da nämlich mal was vorbereitet. Ein richtig, richtig edles Auto. Und zwar, schaut ihn euch an, in Malocha Grau, schwarz abgesetzt. Und jetzt kommt die ganz große Frage. Und ich garantiere euch, die wird mir kaum einer beantworten können. Was ist das für ein Auto? Es ist Baujahr 1931, hat 1,8 Liter Hubraum, hat einen Sechszylinder, muss man sich mal vorstellen, hat einen Sechszylinder und hat sagenhafte 34 PS, also ähnlich wie ein Käfer. Der Wagen ist aus deutscher Produktion, muss man ganz einfach sagen. Es ist ein Roadster, das heißt, er hat auch so ein kleines Stoffhäubchen noch dabei. Ja, zwei Sitzer und eine relativ sportliche Form. Ja, wer könnte denn in Deutschland für so eine sportliche Form verantwortlich gewesen sein? Mercedes? Ja, aber größer. Ja, BMW, gut, hatten auch was im Programm, aber auch ein bisschen andersformig. Ja, VW damals war noch nicht. Und Ford vielleicht, aber Ford war ja Amerikaner, ne? Die waren ja hinterher erst dann deutsch. Und da sind wir gerade beim Stichwort deutsch. Es handelt sich hierbei um ein Auto aus Deutschproduktion. Die Firma Deutsch dürfte euch ein Begriff sein, die waren verantwortlich für Cabrio-Umbauten. Und die haben Serienautos in Cabrios oder Roadster umgebaut. Und genauso hat er sich hier auch verhalten. Wie gesagt, der Wagen ist aus 1931, ist deutsche Produktion, hat sogar ein sensationelles Vierganggetriebe. Das war damals gar nicht so häufig. Und jetzt kommt das ganz große Kuriosum. Dieses Auto, genau zugehört, gibt es weltweit nur noch 3-mal. Eins steht bei einem großen Autohaus, beim Markenhändler. Ein anderes ist bei einem privaten Sammler. Ja, und was meint ihr, wo der dritte steht? Ja? Genau, bei jenem Klassik. Da kriegt man das Exklusive, das Besondere. So, weiter geht's im Text. Wir schauen uns den Wagen mal von innen an.
Also, was ich total formschön finde, der hat hier keinerlei Türgriffe. Das heißt, du musst den von innen aufmachen. Und dann sehen wir direkt die Farbe Rot, die dominiert vom Leder her. Passt auch zu der Außenfarbe. Großes Holzlenkrad, echtes Holz, so wie es damals möglich war. Und sehr viel sportliche Armaturen. Also für ein Auto aus 1931 hat er schon echt extreme Sachen. Öldruckanzeiger zum Beispiel. Da ist ein Temperaturanzeiger vom Öl drin. Da ist eine Uhr drin, Tachometer natürlich. Also das ist schon für so ein Auto aus dem Baujahr schon relativ krass. Wie ihr seht, Vierganggetriebe plus Rückwärtsgang. Es ist hier hinter, aber das ist aufwendig, euch das zu zeigen. Hier hinter verbirgt sich so ein kleines Stoffmützchen. Das heißt, dass man den da auch beim schlechten Wetter fahren kann. Weil sonst wäre es ja schlecht, dann wäre er nur offen. Ja, ansonsten muss man gestehen, vom Zustand her perfekt. Der Wagen hat ein Wertgutachten von 1-. Und der Wert des Fahrzeugs beziffert sich laut Wertgutachten auf ca. 90.000 Euro. Jetzt muss man natürlich den passenden Liebhaber dafür finden. Und dazu muss man natürlich wissen, was es für ein Fahrzeug ist. Und da lasse ich die Katze immer noch nicht aus dem Sack raus. Weil wir schauen uns einfach mal so diese Linienführung an. Die finde ich also für mich persönlich sehr einzigartig. Wenn man sich die Heckpartie hier anschaut, mit dem, ja, mit der kleinen Flosse hier. Also das ist schon, also für damals sind das Designelemente, die eigentlich gar nicht so typisch waren. Dann haben wir hier den Kofferraum. Ist ein bisschen so. Wie wir sehen, ist der gar nicht ganz so klein. Also für das Leben zu zweit passen da immer noch ein paar Reisetaschen rein. Das ist das Stoffmützchen, von dem ich gerade gesprochen habe. Da ist selbst so ein kleines Dreifenster dabei. Aber das ist sehr, sehr aufwendig. Sonst würden wir das jetzt mal eben zeigen, wie er dann geschlossen aussieht. Aber ich finde, so ein Auto wirkt sowieso am besten nur offen. Den muss man offen sehen, den muss man offen fahren. Und man kann ihn ja jetzt auch so bei dem Wetter auch besonders genießen. So Leute, wir gucken uns noch einmal die schöne Linienführung an, die ich wirklich also hervorragend finde für ein Auto aus 1931. Auch diese kleinen Windschutzscheiben hier, die bieten dir nicht viel Windschutz, aber darum geht es ja auch eigentlich. Man möchte ja viel Freiluft genießen. Dann sind hier, guck mal, wenn man hier so guckt, hier sind die Scheibenwischer. Die werden dann hier so praktisch aktiviert. Aber im Moment ist jetzt die Batterie abgeklemmt, das machen wir immer. Deshalb kann man das jetzt gerade nicht sehen. Aber ich lasse jetzt die Katze aus dem Sack. Ihr habt wahrscheinlich schon längst gerätselt, was es sein könnte, was es für ein Auto sein kann. Ich denke, ihr seid nicht auf das richtige Ergebnis gekommen, denn es handelt sich hierbei um einen... Moment. Wir sehen es vorne ganz groß. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ein Opel! Es ist ein Opel, Leute! Ich kann es selber kaum fassen, es ist wirklich ein Opel. Und zwar ist es ein Opel Moonlight 1,8 Sechszylinder aus 1931 als Deutsch Cabrio. Dieses Auto, wie gesagt, gibt es nur noch dreimal. Es existierten insgesamt 51 Fahrzeuge. Davon sind jetzt noch drei über. Davon steht bei jenen Klassik 1. Der Wagen ist komplett neu aufgebaut, weil die Firma Deutsch hat die ganzen Formen noch gehabt und konnten praktisch noch ein Auto bauen. Also sind es eigentlich nicht 51 Fahrzeuge, sondern 52, die existieren. Und das ist im Grunde genommen das letzte, das 52. Das sichert natürlich einen besonderen Wert. Und auch, dass es weltweit nur noch drei Fahrzeuge gibt, auch erst recht. Und der Motor ist, den zeige ich euch jetzt, ist ein wunderschöner Sechszylinder. Wir wollen mal ein bisschen vorsichtig sein. So. Fast wie Flügeltüren. So, wenn wir durchzählen, sehen wir 6 Zündkerzen, also haben wir 6 Zylinder. Eine wahnsinnige Motorkonstruktion. Er hat immerhin 1,8 Liter Hubraum, was schon mal in dem Zeitalter schon relativ viel war. Aber er hat nur 34 PS. Das ist also wie ein Schiffsdiesel. Den Motor selber kann man überhaupt gar nicht kaputt kriegen. Aber der Wagen ist neu, komplett neu aufgebaut. Es ist alles neu gemacht worden. Bedeutet auch, dieser Motor hat erst tatsächlich 71 Kilometer gelaufen, so wie der ganze Wagen. Aber auch nur, weil er eben halt lange auch in Sammlerhand war. Und der Sammler hat sich jetzt aus Platzgründen von dem Auto getrennt. Und so sind wir dann über unser Netzwerk zu dem Fahrzeug gelangt. Es ist natürlich
absolutes Liebhaberstück und so sollte er auch behandelt werden. Und ich hoffe, dass er auch in Liebhaberhand kommt und auch möglichst schnell einen Liebhaber findet. Denn gerade an so einem Auto, das sollte man zeigen, da sollte man sich dran erfreuen. Auch noch ein sehr, sehr schönes Detail, abgesehen von dem Reserverad hier, sind die seitlichen Winker. Das kennt ihr ja noch von früher, weil früher gab es ja keine Blinker und man musste auch nicht die Hände raushalten, sondern es gab ja so seitliche Winker. Und selbst die funktionieren. Also an dem Auto ist alles so, wie es ist, funktionsfähig. Und ja, ich finde, es ist ein tolles Fahrzeug, hat präsentiert sich mit Haarzulassung, mit frischer Haarzulassung. Er hat frischen TÜV bis April 25. Wie gesagt, 71 Kilometer gelaufen. Und Wertgutachten von Classic Data Zustand 1-, das ist schon was sehr Besonderes, denn gerade die Note 1 vergibt Classic Data eigentlich sehr, sehr ungerne. Und, aber selbst mit einem Minus dahinter tut das der 1 keinen großen Abbruch. Wenn man so schaut, man sieht, es ist alles wirklich, wie gesagt, neu, komplett neu aufgebaut. Man findet keine Kratzer, keine Beulen, gar nichts. Das Auto schaut aus wie gerade in Rüsselsheim, denke ich. Vom Band gelaufen. Oder er ist ja doch in Rüsselsheim, ist er. Hier ist das Produktionsschild, er kam aus Rüsselsheim, wurde dann in Köln bei Deutsch umgebaut. Ich muss gestehen, ich war sofort schwer verliebt, auch wegen des, eben halt dieser Seltenheit des Fahrzeugs. Und ich muss mal wieder sagen, das ist mal wieder ausgesprochen ein schönes Fahrzeug, was Opel gebaut hat. Aber damals, auch in den 70er Jahren, konnten sie auch noch schöne Fahrzeuge bauen. Alles, was jetzt so ist, ich glaube, da müssen wir uns nicht über die Formgebung und Formsprache unterhalten. Ich denke, das ist nichts. Wenn ihr den sehen wollt, bei jenen Classic in Waldbröl. Und der Preis wird ungefähr 59.000 Euro liegen. Damit unterbieten wir das Wertgutachten sogar noch. Aber das ist eben halt, weil wir auch möchten, dass der möglichst schnell in schöne, gepflegte, ordentliche Hände kommt, dass der eine warme Garage bekommt und ein nettes Zuhause. Ja, ansonsten möchte ich mich dann jetzt verabschieden hiermit. Schade, dass der Michael nicht da war, aber ich habe euch ja auch, hoffe ich, die Zeit vertrieben und wir haben ein bisschen Spaß gehabt und ihr habt ein bisschen was gelernt. Und wie gesagt, ein ganz seltenes Auto und wenn ihr den nächste Mal seht, was natürlich fast kaum vorkommen wird, wisst ihr, das ist ein Opel Moonlight. Bye, ciao.